Der Amoklauf an der Heidelberger Universität hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Hochschulen weltweit bekundeten ihre Solidarität mit dem renommierten Wissenschaftsstandort. Bestürzung herrscht auch in der Politik. Es zerreißt mir das Herz, solch eine Nachricht zu erfahren. Mein Leidbeileid ist bei den Angehörigen und den Opfern und natürlich bei den Studentinnen und Studenten der Universität. 18-Jähriger erschoss während einer Vorlesung eine 23 Jahre alte Studentin und verletzte drei weitere Studierende durch Schüsse. Anschließend beging der Biologiestudent im Außenbereich der Hochschule Suizid. Unmittelbar vor der Tat setzte der Angreifer nach Polizeiangaben eine WhatsApp-Nachricht ab, dass nun, so wörtlich, Leute bestraft werden müssten. Weil es gibt natürlich auch jetzt schon Hinweise darauf, dass lange zurückliegend mal eine psychische Erkrankung vorgelegen hat. Und auch der werden wir nachgehen, diesem Hinweis, und schauen. Er galt jedenfalls als gesund, als Student, er hat selbst dort studiert, der Hörsaal, da hätte er eigentlich als Student drin sitzen müssen und nicht als Waffenträger. Der Amokläufer hätte noch ein weit größeres Blutbad anrichten können. Der Student war mit einer Doppelflinte und einer Repetierwaffe bewaffnet. In einem Rucksack hatte er noch über 100 Schuss Munition bei sich. Er ist Deutscher und fiel zuvor nicht polizeilich auf. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob eine mögliche Verbindung zu den Opfern bestand und es sich womöglich um eine gezielte Attacke handelte.